So, yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Golden Sun. Ihr seht schon, nicht wie letztes Mal am Venusleuchtturm, sondern wir starten heute direkt einmal in der Suhala-Wüste. Ich muss mich direkt einmal dafür entschuldigen, dass jetzt ungefähr eine Woche kein Video mehr kam. Eigentlich sogar ziemlich genau eine Woche. Das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich Halsschmerzen hatte und da jetzt nicht zwingend aufnehmen wollte, aber mittlerweile geht's mir wieder super. Das heißt, ich kann wieder aufnehmen und ja, ich werde mal. Es ist mir mal wieder nicht erlaubt zu fliehen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Und ich will mich heute gleich mal auf den Weg zur Schatzinsel machen. Und dafür musste ich hier nochmal in die Suhala-Wüste. Denn es gibt hier einen Ort in der Suhala-Wüste, den wir noch nicht besucht haben. Ich habe übrigens auch gerade nochmal den RNG-Guide aufgenommen. Noch nicht den Beispielkampf, den ich da zeigen möchte, aber der RNG-Guide an sich ist jetzt aufgenommen. Der wird bestimmt noch irgendwann kommen. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier durch diese Höhle und sehen... Oh mein Gott. Roter, großer Tornado. Dort, wo wir die ganze Zeit hin wollten, gehen wir da doch einfach mal rein. Denn das Verrückte an der ganzen Sache ist, bei allen anderen Tornados soll man es reinregnen lassen. Genau bei diesem hier sollte man das nicht tun, denn dann bringt er dich an einen Ort, der nicht auf der Karte zu sein scheint. Und dieser Ort hier, Leute, das ist die Schatzinsel. Übrigens, wenn man in diesem Tornado Regenschauer einsetzt, kann man noch eine stärkere Version der Sturmechse, also eine stärkere Version des Bossgegners aus der Suhala-Wüste bekämpfen. Und wo ist jetzt hier der Eingang zu irgendwas? Ich habe gerade nichts gesehen. Ist das jetzt hier drin, oder? Ah, tatsächlich. Schatzinsel! So, Leute, das ist also noch dieser optionale Dungeon, den ich noch machen wollte. So, okay, dann weiß ich ja schon, was ich hier als erstes machen muss. Und wie der Name es verrät, Leute, hier gibt es, naja, sagen wir mal, Schätze in Hülle und Fülle. Also wirklich, sagen wir mal, extrem viele Schätze. Und die möchte ich natürlich alle haben, ist ja klar. So, dich gebe ich erstmal wieder zurück. So, und dann gehen wir mal wieder hier hoch. Ach, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Ah, Fieber, geh mal kurz rüber. Das hätte ich eigentlich... Ach, jetzt lasse ich euch aber mal getauscht. Damit hatte ich nämlich gerechnet. So, was ist denn hier Schönes dahinter? Zeig mal. Okay, hier hinter ist nichts. Ihr müsst aber auch wissen, in diesem Gebiet hier... ach so, jetzt habe ich Wirbelwind eingesetzt oder was. In diesem Gebiet hier gibt es natürlich auch noch unter anderem auch einen Boss tatsächlich. Es gibt aber auch Nüsse. Nüsse gibt es hier. Nee, es gibt hier wie gesagt auch einen Boss und tatsächlich auch, wie schon gesagt, einen ganzen Dungeon dahinter. Also ich weiß wirklich nicht, wie lange es dauern wird, dieses Gebiet hier jetzt komplett abzuklappern. Das weiß ich wirklich nicht. So, was haben wir hier dahinter? Eine Höhle. Das ist doch schon mal was Gutes, aber ich möchte erstmal da oben ein bisschen weiter erkunden, bevor ich hier in die Höhle gehe. Ich öffne mal hier kurz den Shortcut. So, dann kann ich ja wieder nach oben gehen. Da, 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 da. Ach, so schöne Musik. Ach, apropos, wo ich gerade von Musik rede, das ist erstens mal ein Thema, das ich ohnehin mal in einem Part ansprechen wollte. Und zweitens mal, eine Münze. Worth it, man. Und zweitens mal wollte ich noch sagen, dass mittlerweile in der Soundtracks-Playliste, die ich ja dann auch irgendwann mal gemacht habe, da sind jetzt schon fast 100 Sachen drin, also noch 9 Sachen, dann haben wir 100. Also es dauert nicht mehr lange. Und das freut mich natürlich riesig. Ich wollte nochmal sagen, nur nochmal darauf hinweisen, dass es diese Playlist gibt und dass ihr sie gerne nutzen könnt, wenn ihr wollt. So, Minze hebt Schnelligkeit. Na, wen mache ich denn mal eben schneller? Ich hätte ja gerne Mia. Also wenn Mia schneller als Isaac wäre, wäre das schon ziemlich cool, aber ich glaube, wir haben jetzt auch soweit alles abgeklappert. Dann mal rein hier. Ba, da, da, da. Toller Soundtrack. Und da geht es tief hinunter in die Tiefe. Oh mein Gott.
Was sing ich denn hier schon wieder rum? Ich bin ja so ein... Ist das jetzt ein Bus oder... Das ist ein Bus? Ja, und ich hab... Okay, na, dann benutzt Fieber erstmal. Das ist dann erstmal die Wiese. So. Ja, das ist ja toll. Ich dachte, hier kommen normale Encounter. Okay. Dann machen wir Flamme hier erstmal. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden die machen. Schnelligkeit erhöhen ist auch immer eine gute Idee. Und, ja, du hattest ja jetzt nicht wirklich so die Status-Chins. Dann greif ihn einfach mal an. So. Gucken wir mal, was der hier jetzt so macht. Weil Bossmusik, ich glaube schon, dass der hier jetzt was ganz schön Übles für uns bereithalten wird. 113 Schaden war erstmal ganz gut eigentlich. 155 und die Verteidigung fällt. Ja gut, die machen jetzt anscheinend keinen allzu großen Schaden. Ich habe zwar auch die stärkste Schutzaura des Spiels an, aber... So, mal gucken, wie viel Schaden die ohne Schutzaura machen. Werden wir ja gleich sehen. So. Erstmal gucken, welche Djinns ich hier jetzt so entbehren kann. Kiesel. Und du kannst ja mal eben mit Lohe hier nochmal drauf kloppen. Wir machen das hier jetzt ganz klassische Taktik, ihr merkt schon. Paralysiert. Klingt gut. Und du kannst ja nochmal mit Geysir angreifen. Ich konzentriere mich jetzt natürlich komplett hier auf den Dicken in der Mitte. Und der hat eine Jupiter-Schwäche, wie ich gerade sehe. So. Na gut, der war jetzt nicht so hart. Gut, dann mache ich hier jetzt auch einfach keine Beschwörungen mehr. Die beiden an den Seiten müsste ich ja eigentlich ohne Probleme umgeknüppelt bekommen. Eigentlich schon. Ja, gut, die machen keine Probleme. Dann war das hier eigentlich nicht so ganz gerechtfertigt mit der Bossmusik, aber egal. So, und eine Glücksmedaille gefunden. Und hier können wir direkt mal das erste Rätsel lösen, aber erstmal... Muss ich hier die Sache mit den Djinns wieder richtig stellen? So, verbünden. Verbünden. Ich glaube, warte mal. Wenn man jetzt hier... R... Wenn man hier jetzt R und Select war das. Also Select, dann sind alle verbündet, genau. Das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt. Ich habe den Shortcut irgendwie auch noch nie benutzt. Bitte tut mir nichts dafür. Ach, Gegengift, wie toll. So, ich wollte über Musik reden, genau. Wobei eigentlich... eigentlich doch nicht so ganz. So, hier komme ich anscheinend nur von woanders hin. Ah, ein Glück, dass es hier diesen Verschieberstein gibt. Denn damit kann ich hier jetzt natürlich ganz einfach rüberspringen. So. Hole ich mir mal. Und... Ah, 101 Münze. So, gucken wir mal, wohin uns dieser Gang hier drüben führt. Ich merke schon, das war ziemlich sinnlos, was ich da gerade gemacht habe. Und jetzt muss ich zusehen. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, weil jetzt kann ich die hier nicht mehr... Doch, den hier kann ich zurückschieben. Moment. Den hier kann ich zurückschieben, aber dann komme ich auch nicht mehr zurück. Den hier kann ich... Naja, selbst wenn ich den zurückschiebe, das bringt mir nichts. Oder warte mal, ich schieb ihn einfach mal zurück und dann laufe ich mal da rechts lang. Da, da, da. So, wo lang jetzt? Das ist gerade perspektivisch voll merkwürdig. Das war gerade voll wie so eine optische Täuschung. Okay, und jetzt geht's nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss diesen... Verschieberstein hier verschieben. Und zwar nach hier. Damit ich jetzt darüber kann. So. Ba, da, da, da. Nein. Hä, das hat doch... Ich dachte irgendwie, ich würde gerade schräg stehen. Aber gut, stand ich offensichtlich doch nicht. Da stand ich doch gerade, als ich dachte. So, Moment. Moment. Dann gehe ich nochmal hier oben rum. Denn jetzt kann ich natürlich hier oben
den ja verschieben. Und dann jetzt da drüben, da drüben, da drüben. Ich komme jetzt da drüben mal kurz an die Schatztruhe. Nee, da komme ich jetzt aber wirklich ran. Und das gefällt mir natürlich. Nee, hä? Was hat mir das jetzt gebracht? Komme ich von hier dahin? Nee. Ich komme hier rüber, aber ich komme nicht an die Schatztruhe. Das ist jetzt... Die will ich aber haben. Ba-da-da-da. Regt mich das auf hier. Das ist echt nichts für schwache Nerven. Ich schwöre euch das, Mann. Oh Mann, dieses Gesinge geht mir langsam selbst ein bisschen auf den Geist. Och komm, Eiseck. Was ist so schwer daran? Bitte. Oh. So, komm. Dass du immer noch so ein... So, jetzt habe ich dich. Jetzt. Nein, noch nicht ganz. So, jetzt aber. Jetzt kann ich ihn ziehen. Perfekt. Also wie gesagt, Leute, das haben sie in Teil 3 nicht nur ein bisschen, sondern wirklich extrem verbessert. Einfach nur, dass du auf dem Touchscreen deine Ziele für die Synergie auswählen konntest. Ich glaube, ich gehe hier echt nochmal neu in den Raum rein. Oder ich öffne mir erstmal einen Shortcut. Das hat natürlich auch was. Da kann ich jetzt wirklich nochmal neu in den Raum. Oh, natürlich musste das jetzt ein Mimik sein. Oh, Mann. Wobei, da fällt mir ein, ich habe noch nie versucht, vor einem Mimik zu fliehen. Aber es scheint auch nicht zu funktionieren. Na gut, dann zerhäckseln wir den mal ganz kurz. Ba-da-ba, da-da-ba-ba. Tolles Thema, Mann. So. Einfach weiter drauf kloppen. Irgendwann knickt er schon ein. Denke ich zumindest. Naja, sage ich ja. Das war jetzt nicht so die große Herausforderung. Dann gehe ich hier drüben nochmal kurz rein. Das kann ja nicht angehen, dass ich hier jetzt die Truhe nicht bekommen habe. Die da drüben übrigens auch nicht. Das heißt, hier erstmal verschieben. Das ist schon mal das Erste, was ich anders mache. So, und dann kriege ich hier drüben erstmal die Truhe, wo aber nur eine Nuss drin ist. Das hat sich jetzt nicht so krass gelohnt in meinen Augen. Aber okay. Komme ich von da? Nee. Gut, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich... Kam ich von da oben? Nee, kam ich nicht, okay. Nee, eigentlich wollte ich sagen, ich weiß schon, dass ich von hier unten in den Raum gekommen bin. Ich wollte eigentlich jetzt darauf hinaus, ob ich von da oben auch nochmal hier auf die Plattform konnte, aber dem war ja letztendlich doch nicht so. So. Na, ich habe aber leider auch nichts davon, wenn ich das hier jetzt verschiebe, weil von hier aus komme ich nirgendwo mehr hin. Das heißt, ich muss wohl oder übel den Raum nochmal verlassen. Und den Stein dann nochmal verschieben. Heute leckt es aber ganz schön stark, muss ich mal sagen. Es hat zwar auch sonst immer ein bisschen geleckt, aber heute ist es mal wirklich extrem. So. Ich denke mal, ich verschiebe dich jetzt mal in die Richtung. Denn das hier sieht mir sehr aus, als würde es zur Schatztruhe führen. Ja, tut's auch. Perfekt. Gut, dann hole ich mir die hier auch noch. Eine harte Nuss, na das ist es schon eher wert. Dass man hier auch in dem Spiel so unterscheidet, ne? Nicht so Erdnuss, Walnuss oder so. Nein, es gibt harte Nüsse und es gibt normale Nüsse. Naja, wer die Verteidigung halt braucht, ne? Ich habe da auch mal einen sehr lustigen YouTube-Kommentar gelesen. Ich fand den ziemlich lustig, weil er wirklich zu 100% stimmt. Welchen Gegner nehmen wir jetzt mal als Beispiel? Der Goblin greift an. Mia nimmt 5 Punkte Schaden. Isaac nimmt 5 Punkte Schaden. Garrett nimmt 3 Punkte Schaden. Ivan nimmt 3000 Punkte Schaden. Es kommt einem teilweise aber wirklich so vor. Also Ivan ist wirklich nicht gerade so der widerstandsfähigste. So, hier nehmen wir mal wieder ein bisschen Synergie. Eigentlich sollten wir die dann auch relativ schnell down kriegen. So. Du hast aber immer noch nur Plasma. Du bist noch nicht sehr weit, Ivan. Ah, dann nehmen wir halt den Tornado, das geht auch. Und du... Du hast aber auch wenig gute Angriffsenergie, muss ich mal ehrlich sagen. Das ist natürlich gegen... Das war schon etwas mehr Schaden. Das ist natürlich jetzt auch echt ein Totschlagargument gegen Ivan. Einfach, dass er, obwohl er eigentlich wirklich auf Synergie fixiert ist, so wenig gute Angriffssynergien hat.
Das ist eigentlich wirklich nicht so gut. Für die Bärenklaue, ja. 7 Punkte Schaden, das ist schon ein ganz schöner Witz, möchte ich meinen. Warum habe ich eigentlich mit einmal so eine hohe Verteidigung? Ich habe keinen Plan. So, Feuerball, Tornado und nochmal Eishorn. Ich glaube nicht, dass die noch so eine Runde überleben. Ja, der Fluch schädigt Ivan mal wieder. Ich finde es auch sehr geil, dass gerade Ivan den Fluch hat. Gerade der, der die KP am meisten braucht, der hat den Fluch. Oder den Spuk, wie es hier heißt. Alter, aber die machen mir schon ziemlich lachhaften Schaden. Also, Moment, das verteile ich anders. So und so. Ja, gut. Dann Isaac ist aufgelevelt und Alter, wie viele Münzen kriege ich hier bitte? Das sieht irgendwie gerade ein bisschen aus wie in einem Leuchtturm. So, was haben wir hier drin? 222 Münzen. Na gut, das ist jetzt nicht so wenig. Und Glückspfeffer. Glückspfeffer, na das können wir doch gleich mal benutzen. Wer braucht denn Glück? Garrett braucht Glück. So. Dann wollen wir mal ein bisschen hier durch die Gegend rollen. Also eigentlich nicht wir, sondern die paar Säulen, die hier rumliegen. So, was haben wir hier drin? Ein Elixier, na gut, okay. Darauf hätte ich jetzt auch gut verzichten können. Dann können wir den hier jetzt nach oben schieben. Und was hat uns das jetzt gebracht? Wir können diese hier wieder nach unten schieben. Ach so, und wenn wir die hier jetzt auch noch nach unten schieben, dann haben wir wieder dieselbe Situation wie vorher. Ach so, jetzt sehe ich, worum es bei der ganzen Sache geht. Okay. So, jetzt den hier nach oben schieben. Ach ja, Golden Sun und die Rollrätsel. Wie Zelda mit den Schieberätseln. Aber echt. Ich überlege wirklich in letzter Zeit, ob ich Minish Cap doch nochmal beende. Weil ganz ehrlich, ich spiele das natürlich auch auf dem Emulator. Isaac gab Mystera-Klinge an Ivan. Neue Waffe, da gucke ich gleich mal, was die bringt. Entfesselt Lebenssauger, aber die ist schlechter als die Assassinen-Klinge. Ah, ne. Gut, die ist dann schon mal ziemlich wertlos. Baue ich mir nochmal einen Shortcut und dann gehen wir noch eine Ebene tiefer. Wir haben auch noch ungefähr 10 Minuten, glaube ich. Das heißt, da schaffe ich noch... Hier müsste doch gleich wieder so ein Bosskampf, so ein Pseudo-Bosskampf kommen, oder? Na? Ja, genau das. Dämon und Teufelsghoul. Naja. Mal gucken, ob das wirklich so schlimm für mich wird. Ich probiere jetzt einfach mal nur angreifen und Schwund. Widerstand fällt. Das ist nicht gut. Einfach nur normale Angriffe. Und ja, weil die machen mir hier einfach keinen ernstzunehmenden Schaden. Würde ich sagen, ich erlaube mir hier jetzt mal nur Status und Heilsynergie. Und sonst greife ich hier jetzt einfach nochmal an. So, hast du vielleicht noch das Gegengift? Ja, hast du sogar. So, und damit das hier gut läuft, nehmen wir mal einen Einschlag. Erhöht Attacke von allen. Dann sollten wir das hier eigentlich auch locker machen können. So, Attacke steigt hier jetzt bei allen. Dann sollten wir hier jetzt eigentlich so viel Schaden reinknüppeln, dass unsere Gegner das nicht lange überleben. Gegengift. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Angriffe aushalten. Und unsere Gegner hier umknüppeln. Aber das wird ja nicht schwer sein. So. Ja, okay. Da haben wir es schon. Dann sind jetzt die Teufelsghule dran. Und dann... So, einfach drauf da. Bam, 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 bam. Wobei ich dieses, nach einer Runde schon weg. Wobei wir, glaube ich, auch jetzt 3 Entfesselungen dabei hatten. Aber, naja, egal. Bruder, Instant Death? Oh. Wozu auch? Wozu auch Instant Death, ne? Aber, ich muss echt sagen, dieses Boss-Battle-Theme, ich find's gut. Aber, mal ohne Mist.
es kommt doch nicht ansatzweise an das Saturos Battle Theme zum Beispiel ran. Aber wirklich, das ist ein Witz dagegen. Und auch da muss ich wieder sagen, das klingt immer voll komisch, wenn ich sage, in meiner Meinung nach ist Teil 3 von Golden Sun schon auch der schlechteste, ja. Aber dann sage ich die ganze Zeit nur, was der Teil so gut gemacht hat. Ja, es ist der er hat einige Sachen richtig gut gemacht. Muss ich das hier jetzt mit Fänger machen, oder was? Tatsächlich. Blauer Schlüssel. Isaac gab blauer Schlüssel an Garrett. Okay, also wenn es das ist, was ich hier machen muss, dann, ja, dann mache ich gleich mal weiter. Aber wisst ihr, Leute, so gut Teil 3 jetzt auch war, so wenn es um Musik ging, wobei ich den Soundtrack aus Teil 1 und 2 immer noch besser fand, so muss ich doch sagen, man hat das Spiel an anderen Stellen wirklich einfach nicht so gut gemacht. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wie das Spiel aufgebaut ist. Im dritten Teil wird ja ab einem bestimmten Punkt wird ja wirklich alles hinterhergeschmissen. Und das haben Teil 1 und 2 wirklich einfach deutlich besser geregelt in der Weise, wie sie strukturiert sind. Du kriegst halt alles viel geregelter, viel mehr alles nacheinander. Und das ist natürlich richtig gut. Und jetzt muss ich aber auch erstmal zusehen, wie ich an den Schlüssel da überhaupt drankomme. Wahrscheinlich darüber. So werde ich den wahrscheinlich bekommen. So. Und zack, da haben wir ihn schon. Blauer Schlüssel. Ich müsste hier vielleicht auch irgendwann mal jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, auf der Schatzinsel, nochmal mein Inventar aufräumen. Jetzt komme ich da wieder nicht ran. Ich glaube echt, ich müsste von da drüben mal da drauf, weil... Oder von hier. Komm, kann ich da hinspringen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Mysteriös. Weil so wie ich da stehe, komme ich mit Fänger nicht an den Schlüssel ran. Das ist natürlich nicht so gut. Na, die rote Tür führt jetzt bestimmt nur nach draußen. Ah, vielleicht habe ich ja hier hinter den Türen noch was. So, na, 333 Münzen zum Beispiel. Feenring. Okay, was ist das? Wirkt im Kampf wie ein Elixier. Na gut, okay. Das hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können. Was haben wir hier? Ein Keks. Das ist eigentlich ganz interessant. So, gucken wir mal. Benutzen. Wer braucht das? Na, ich würde es gerne auf Mia haben. Ihr wisst ja, Mia, unsere Heilerin. Ja, eine Rauchbombe, okay. Die hätte ich mir jetzt auch sparen können. Hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Und dann holen wir uns doch mal kurz den roten Schlüssel. So, roter Schlüssel. Und damit müssten wir jetzt eigentlich auch von hier rauskommen. Aus diesem Abschnitt. Und zwar genau hier. Nee. So. Ich war irgendwo beim dritten Teil stehen geblieben. Na, und ich muss auch sagen, insgesamt soundtrack-technisch, also die Remixe waren teilweise ganz nett. Dafür muss man jetzt natürlich auch wissen, da muss man den dritten Teil natürlich gespielt haben. Und auch die ersten beiden, um da die Remixe wirklich zu erkennen. Ich habe ja eigentlich den dritten Teil zuerst gespielt aus der Trilogie. Und da ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Aber jetzt so im Nachhinein, die Remixe waren ganz nett, aber das wollte ich gar nicht. Aber so insgesamt, soundtrack-technisch, sind Teil 1 und 2 wirklich besser. Aber grafisch ist Dark Dawn wirklich unglaublich schön. Also, was die da grafisch noch rausgeholt haben, genial. Und auch gameplay-technisch haben sie es wirklich extrem verbessert. Aber, naja, sie haben halt dafür an anderen Stellen, wie halt zum Beispiel im Spielaufbau, der halt in 1 und 2 wirklich genial war, das haben sie dann halt dafür im dritten richtig verkackt. An manchen Stellen, nicht an allen. Also das Spiel ist immer noch absolut fantastisch und ich würde es jedem empfehlen, aber es ist, das macht es halt nicht zum besten Teil, obwohl es das hätte werden können, aber dennoch, am Ende ist es immer noch ein verdammt gutes Spiel und ich labere hier schon wieder viel zu lange. Was ich eigentlich sagen wollte, im nächsten Part erkunden wir die Schatzinsel etwas weiter und ich hoffe, ihr hattet heute einfach mal Spaß mit diesem Part
Und was ich noch viel mehr hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir uns auf weitere Ebenen der Schatzinsel wagen. Und bis dahin, ciao Leute!